haben wir eine Mission von Herc. Die würde ich jetzt mal machen, wo wir endlich Missionen machen können. Also endlich. Ich finde, der Multiplayer macht schon Spaß. Das absolut. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass man eben nur diese Nebengeschichten machen kann. Also in 5 kannst du ja das Komplette selber machen. Also das ganze Spiel, ne? Habt ihr es verpasst? Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Der ist so verpeilt. Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt, wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn? Okay. Neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann! Er ist so verpeilt. Herc ist einfach so dermaßen verpeilt, ne? Alles klar. Ja. Koop-Modus spielen. So, jetzt haben wir Koop-Modus spielen. Toll. Ah, schön, dass wir das schon die ganze Zeit gemacht haben, ne? So. Dann wollen wir einmal zu Badra. Nehmen wir den Heli. Übrigens meiner Meinung nach das beste Fortbewegungsmittel in diesem Spiel. Auch noch Nashorn. Oh mein Gott. Der zerlegt vollkommen das Auto. Holy shit. Der hat einmal komplett das Auto zerlegt. Würde mir eher Gedanken um das Nashorn machen, aber okay. Aua! Das war nicht gut. Wait. Wir haben zwar keine Munition mehr, aber dafür Nashorn. Holy shit. Ich hoffe, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm mit dem, dass das so kriselt, sobald sich das Bild bewegt.
So. Ja, lol. Lass mich doch in Ruhe. Zurzeit hält es sich in Grenzen. Was hast du gemacht? Gar nichts. Absolut rein. Gar nichts. Aber manchmal dauert das halt ein bisschen, bis Twitch sich da irgendwie wieder akklimatisiert. Ne? Hi. Manchmal dauert das. So. Stets ein guter Kunde. Ja, weiß ich. Muss ich da jetzt echt... Oh, ich hab Angst, darüber zu schwimmen. Da ist ein Boot. Nee, manchmal dauert das einfach so ein bisschen und dann akklimatisiert sich Twitch wieder. Man muss sich jetzt auch mal überlegen, wie viel Last auf den Twitch-Servern liegt, ne? Das ist zwar alles Amazon, aber das ist schon... Puh. Okay, Badra. Erweist du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Die Leute sterben schneller, als wir sie verbrennen können. Die ganze Asche macht das Wasser im See sauer. Das Wasser ist schon schrecklich, ne? Apropos, wir hatten, glaube ich, noch mehrere Tagebücher, ne? Genau. Mangsir, 85. Ich konnte sie nicht beschützen. Meine einzige Pflicht war es, die königliche Familie zu beschützen und ich habe versagt. Die Nationalisten haben mitten in der Nacht den Palast gestürmt. Sie brachen mit Sprengstoff durch das Haupttor und sprengten sich den Weg mit Handgranaten frei. Ich war in der Haupthalle stationiert, aber die Schockwelle hat mich umgeworfen. Sie stürmten einfach an mir vorbei, in die königlichen Schlafgemächer. Dann hörte ich 5 Schüsse und mir wurde schwer ums Herz. Ohne den König wird Kyrat sich in Anarchie versinken. Baishak, 87. Heute traf ich einen Mann namens Pagan Min. Och. Die kantonesische Heavy-Metal-Band? Oder Wien? Er stammt aus Hongkong und brachte einen entfernten Verwandten des ermordeten Königs mit sich, sowie eine Armee von Söldnern. Er ist eloquent und selbstsicher, wenn auch etwas jung. Ich muss das noch alles verdauen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Als hätte Kyra uns einen Retter geschickt. Jemanden, der das Blatt in diesem Krieg wenden und die Monarchie wiederherstellen kann. Gegen die vereinten Kräfte von Royalisten und Pagamins Söldnern haben die Nationalisten nicht die geringste Chance. Oh, wenn er sich da mal nicht täuscht. Wir haben 4 Punkte. So, ein Rennen, das machen wir doch direkt mal. Das habe ich in Far Cry 5 auch total gerne gemacht, diese Stunt-Dinger. Fand ich super lustig. Über mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich glaube, was mir fehlt, sind berühmte Freunde und Bekannte. Du weißt schon, ein Besuch von Dennis Rodman. Vielleicht kann ich Beckham überreden, mit Galaxy gegen meine besten 11 anzutreten. Etwas klischeehaft, schätze ich. Ein
Popstar? Wenn J-Lo dem Diktator von Turkmenistan Happy Birthday vorsingt, dann werde ich doch wohl einen verblassten Star von vorgestern kriegen können. Ach, mal sehen, wie viel Kanye verlangt. Folgst du ihm auf Twitter? Der ist Gold. Ich würde gern mal ein Schwätzchen mit dem Knaben halten. Ich finde das so cool, wie sie hier die Popkultur einfach mit einlaufen lassen, ne? Das ist mega geil. Und ihn dann erschießen, wenn er falsch gesungen hat, ja. Aber finde ich auch geil, ja, so einen drittklassigen Popstar. Vielleicht hat Kanye ja Zeit. Mhm. Kanye West, aha. So geil. Naja. Ich bin mal gespannt, wie war denn... Oh, ich kann mich kaum erinnern, wie diese Strecken waren. Ich weiß nur, dass es auch relativ unterhaltsam war. Und dann machen wir wirklich ein bisschen Story. Also ein bisschen Story hatten wir jetzt ja gerade durch Badra. Aber wir machen heute auf jeden Fall noch Story. Kann ja nicht angehen. Diese Männer mit den Kapuzen sind nicht wie der Rest der Armee. Schneller. Hallo, ich... Ich habe eine Nachricht bekommen, dass mich hier jemand treffen wollte. Hallo, hallo, hallo. Sharma Salsa, Gründerin, Leiterin und Besitzerin der internationalen Filmgesellschaft von Kyrat, sowie der Regisseur- und Schauspielergewerkschaft von Kyrat. Schön, dich kennenzulernen, Darling. Ich freue mich. Die Freude ist ganz meinerseits, Dummerchen. Man trifft nicht jeden Tag so einen erstaunlichen jungen Mann. Aha. Oh Gott, jetzt sehe ich erst, was sie anhat. Den großen, legendären Ritinin Riti Kapoor. Einen der besten im kyratischen Film. Aber das ist lange her. Ich mag die kyratische Filmszene immer noch, versteh mich nicht falsch. Aber die kriegt einfach keine Zuschauer mehr. Oder Gelder. Go, Bro. Da sind die Zuschauer heute. Von Klippen springen, mit dem Quad durch den Fluss rasen, epische Abgänge. Das machst du eh alles umsonst, oder, Süße? Ich will nur, dass du dich bei ein paar Rennen filmst, die ich organisiert habe. Ich produziere. Wir laden das fertige Produkt hoch und sehen zu, wie das Geld reinströmt. Na, also... Klar. Ein bisschen. Du wirst ein großer Star. Sie ist ein bisschen gebraucht. Bloß schnell raus, oh Gott. Was war das? Was? Oh Gott. Was zur Hölle? Ja. So, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Tada! Guck mal, wie gut ich fahren kann, ne? Voll gut. Ich liebe es, wenn man einfach den Autofahrmodus anmachen kann. Der sogar meistens gut funktioniert. Aber jetzt mal ernsthaft, die Grafik von dem Spiel hier, die ist schon schick, oder? Also jetzt von den Charakteren vielleicht mal abgesehen, da merkt man schon, es ist gealtert. Aber so insgesamt ist das schon schick. Und hier ist halt auch richtig was los in der Welt, ne? Karma-Ereignis, sorry. So, Karma-Ereignis abgeschlossen.
Uncharted gefiel mir besser bei der Grafik. Ja, gerade. Also. Wow. Keine Fahrhilfe verfügbar, okay. Ja. Wobei Uncharted hat einen großen Vorteil. Das waren abgeschlossene Level. Hier hast du eine komplett offene Welt, in der ja irgendwas passieren muss. Und die wird halt die ganze Zeit immer wieder neu berechnet, irgendwelche Sonderereignisse, die passieren. Die Leute vom Goldenen Pfad sagen, es sei wieder deswegen, sicher, also dafür. Auch wenn sie den Außenposten kontrollieren. Oh, ein Last One. Danke, Tara. Meine liebe Tara, seit 2 Monaten nun kann ich ins Tal zurückreisen, ohne mich vor einem dieser Schläger von der Royal Army zu fürchten oder sie mit meinem Raxi bestechen zu müssen. Ich weiß, dass ich das dem Goldenen Pfad und dir verdanke. Ich bin so stolz, dass du deinem Herzen gefolgt bist und ich weiß, dass du alles geben wirst, um den Ort deiner Geburt zu verteidigen. Um deinen Kampf zu ehren, werde ich die nächste Ladung selbstgebrannten nach dir benennen. Meine größte Hoffnung ist es, dass wir eines Tages damit anstoßen können. Voller Stolz, dein Vater. Na schon, Steak! Ja, wir brauchen aktuell aber keinen Nashorn. Was ist hier los? Die Army hatte das ganze Tal im Würgegriff. Nashorn! Hallo, Tira. Frage des Tages. Pflanzen in der Wohnung? Ja oder nein? Sag mal. Da. Ja, man braucht immer ein Nashorn. Mhm. Ist das Nashorn jetzt immer noch der? Wie geht's meinem Talent? Gut ausgeruht, hoffe ich. Denk dran. Mach schnell, mach hart und was auch passiert, lass die Kamera laufen. Okay. Wir müssen einfach nur durch die Dings fahren. Kann ja nicht so schwer sein, ne? Warte, ich bin gleich. Ich bin gleich. Gleich. Wow. Okay, shit. Was denn?